So Leute, sind wir beim nächsten Kanal-Update-Video. Ist ein bisschen früh, liegt halt dran, dass wir das letzte sehr spät hatten und wir deshalb dieses Mal ja ein bisschen früher das machen, beziehungsweise jetzt halt in den normalen Rhythmus wieder gehen. Ja, was ist passiert? Wir hatten das Video, was glaube ich, seit ich YouTube mache, eins der besten Videos ist, was die Interaktion angeht. Deshalb danke, danke dafür. Und zwar mein Blacky Talk, den möchte ich jetzt allererstes erwähnen. Das war der Hammer mit Magic ist nichts für Ansteiger. Geht halt viel darum, wie man Magic anfängt und wie man das irgendwie schafft, in dieses Spiel reinzukommen und was dabei alles für Probleme auf einem warten. Da habt ihr mir eine Menge Antworten drauf gegeben und auch eine Menge Tipps in den Kommentaren. Also wenn ihr immer noch überlegt, wie man damit anfängt oder wie man Leuten was das Spiel beibringen könnte oder ähnliches, schaut mir in die Kommentare. Ihr stimmt mir sehr, sehr viel zu, aber es sind auch ein paar richtig coole Ideen dabei. Dann hatten wir zwei Openings, und zwar die beiden Commander-Decks aus Midnight Hunt. Wir haben ja in zwei Wochen schon wieder Pre-Release von Crimson Vow. Dementsprechend, ja, zwei Commander-Decks von Midnight Hunt waren jetzt halt die Openings diesen Monat, damit ich halt Midnight Hunt irgendwie aus dem System bekomme. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe noch so viel auf Halde. Abartig. Dann habe ich es geschafft, die Minigames fertig zu machen von Adventure in the Forgotten Realms. Das war schon... Ja, danke dafür nochmal. Ich habe den Heiligen Gral endlich in den Händen gehabt. Wir hatten Gameplays. Und zwar drei diesmal jetzt nur, also Sneak Show Alluren, die wir hier im Laden aufgenommen haben, weil wir mussten es leicht verschieben mit unserer Fishkick Series. Deswegen kommen jetzt auch noch ein paar Videos außerhalb der Fishkick Series, wo ich bei einem Kollegen bin und mit ihm zocke. Dementsprechend hatten wir noch WWPal gegen Ninjas, meine ich. Kam jetzt am Sonntag. Danke dafür, dass ihr die auch so weiterhin so brav guckt und Spaß dran habt, wie Dom und ich das kommentieren. Das macht mega Laune und ist so das, wo ich meist der Herz habe in meinem Kanal irgendwie. Dann hatten wir ein Deck. Ja, das ist seltsam, nur eins zu haben. Und zwar vom guten Freakle von MagicBlocks.de. Der hat uns sein Buck-Leo-Volt-Deck gezeigt und vorgestellt. Lustigerweise waren die auch letzten Monat Kanal des Monats. Das war überhaupt nicht so geplant, aber es hat halt irgendwie gepasst. Sehr, sehr witzig und ja, dementsprechend nochmal danke dafür. Ist wirklich ein cooles Deck. Ansonsten habe ich euch noch die Secret Lair Full Arts, Full Text Lands gezeigt. Land Cycle, der jedem Judge das Herz aufgehen lässt. Was sind Basics mit den Regeltexten von Basics? Dazu noch die Smart Guards von Raiden Trade. Auch hier mega cooles Teil, wirklich, wirklich cooles Teil. So ein bisschen der Ersatz des Kunststoffes bei Toploadern und ja, wirklich cool, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, geht hin, schaut euch das an. Raiden Trade hat auf meine Fragen, die ich im Video gesagt habe, hier, da könnte man vielleicht nochmal drüber gucken, unten drunter auch geantwortet, ist der verlinkte, beziehungsweise markierte Kommentar, der angepinnte Kommentar, so ist es richtig. Und ja, super, super cooler Verein da unten, also nicht Verein, Laden, es tut mir leid. Super, super cool. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat mir mega Spaß gemacht, da zu sein und diese Teile zu zeigen. Ja, und dann war es das vom letzten Monat schon. Kann ich euch was zu Turnieren erzählen? Ich kann euch was zu Turnieren erzählen. Ich war auf einem FNM. Wir haben spontan Legacy FNM gemacht. Und weil das ja freitags, ich arbeite ja samstags im Fischkrieg, konnte ich freitags FNM Legacy mitspielen. Ich habe gespielt Mono Red Prison. Ohne Sideboard, also Anführungsstrichen ohne Sideboard. Ich habe 7 Leylines gespielt und 8 Khan-Targets. Die Liste davon müsste auch irgendwo auf Instagram oder Twitter oder so sein. Könnt ihr mal schauen gehen, wenn ihr mir da noch nicht folgt. Facebook müsste es auch sein. Auf jeden Fall super cooles Event. Ich habe gegen super coole viele Leute gespielt. Es hat mega Spaß gemacht. Und dann im Finale gegen Doomsday. Davor gegen Fische, gegen Reanimator und gegen so ein Dice Factory Abklatsch Style Deck. Nicht so die geilsten Matches für mich. Und ich habe halt, außer gegen Reanimator, wo diese 4 Leylines cool kamen, sonst nicht geboardet, weil wofür braucht man schon Sideboard? Legacy ohne Sideboard ist eh beste Legacy. Und damit bin ich dann 4-0 gegangen. Das ist schon, ja, war witzig. Der Abend war wirklich cool. Jetzt hatten wir letzten Monat, jetzt hatten wir Turnierberichte. Was ist aktuell los? Ja, in dem Moment, wo ihr das hier seht, ist mitten in der Woche und ich bereite mich aktuell darauf vor, Urlaub zu machen. Und zwar bin ich Freitag, Samstag, Sonntag nicht da. Ich weiß nicht, ob ich das so laut erzählen sollte. Psst, ich werde trotzdem Videos posten, keine Sorge. Ich habe vorproduziert und ja, ein bisschen entspannen. Wird bestimmt cool. Und mal ein bisschen von der Arbeit weg. Das ist also wirklich so viel Arbeit. Es ist Fulltime-Job plus Nebenjob plus noch mehr plus YouTube. Das schlaucht, Leute.
Das ist echt anstrengend. Umso cooler, dass ich jetzt letzten Monat die 600 Abonnenten voll gemacht habe und die Leute halt gesagt haben, yo, Blacky, deine Arbeit ist cool, dann macht Spaß, dir zuzugucken. Und danke, danke dafür. Wirklich, wirklich vielen Dank für die ganzen Abonnenten, für die Likes, für die Kommentare. Das ist einfach wirklich, es macht so viel Spaß. Es ist so cool. Danke dafür. Dann kommen wir zum nächsten Monat. Ich habe für den nächsten Monat zwei Short-Videos vorbereitet. Einmal wird eine Frage gemacht, mit einem Blacky erklärt, beziehungsweise Blacky zeigt, das ist eher, die ich gefragt wurde, auf einen Short-Video von dem Ultimate Guard Rucksack. Da werde ich noch, habe ich jetzt ausgiebig und lange noch getestet, kann da ein kleines Short-Video zu machen. Und ich will euch ein paar Token zeigen, die ein Abonnent von mir und auch ein Freund von mir gemalt hat für mich. Und die sind super cool und die wollte ich einfach mal im Short-Video zeigen, was teilweise ist. Es ist Fanart, dementsprechend nice. Es kommen Gameplays. Ich bin aktuell noch im Überlegen, ob ich erst dieselben Decks an dem Abend, wo ich bei einem Kollegen war, durchspielen lasse. Oder ob ich das mische mit der Fishkick Series FNM, weil es ja keine Series war, weil deswegen ist die auch nicht hochgeladen. Deswegen gibt es auch keinen MTG Top 8 oder MTG Goldfisch Eintrag. Aber da bin ich überlegen, ob ich das mische oder ob ich das nicht mische. Das weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen, werdet ihr dann sehen. Deswegen weiß ich noch nicht, was für Gameplays kommen. Das ist auch mal spannend. Decktags weiß ich allerdings, es kommen zwei Decktags. Ein Decktag hat der gute Dom mir schon gemacht, ist der Hammer. Ich freue mich so, euch dieses Deck präsentieren zu können, weil das Gameplay zu dem Video wurde richtig cool aufgenommen. Ihr hattet so viel Spaß dabei und es war eine Schlüsselszene drin, die einfach so nice ist. Mal gucken, ob ich sie in das Decktag reinschneide oder nur auf das Video verlinke. Dementsprechend, das wird cool und das zweite Deck ist auch ein richtig cooles Deck. Vor allem beinhaltet es Karten, die ich am Anfang von meinem Legacy gespielt habe. Also nicht mein allererstes Deck, so mit Devon Texas und Dredge oder so, aber die ich gespielt habe, bevor ich ein allererstes richtiges Legacy-Deck hatte, mit so einem Homebrew-Legacy-Style-Deck. Das wird schon cool. Also da freue ich mich drauf, Karten, die ich halt damals versucht habe zu spielen, jetzt endlich spielbar zu machen. Das hat auch lang genug gedauert. Dementsprechend, ich bin hyped. An Openings kommt so ein bisschen was Gemischtes. Es kommt natürlich erstmal, ja, Crimson Vow wahrscheinlich noch Stuff. Ob es das Prelims Challenge noch gibt, hoffe ich. Habe ich Bock drauf. Es werden wahrscheinlich auch Commander Decks dazu kommen. Die werde ich wahrscheinlich auch aufmachen. Ob die noch diesen Monat kommen oder erst nächsten Monat, weiß ich noch nicht. Ich habe noch so viel in der Queue, die ich noch nachschieben möchte, an Openings, die ich euch zeigen will. Und dementsprechend muss ich das echt erstmal schauen, ob ich das schaffe, mache oder wie ich das mache. Ja, und ansonsten muss ich mal schauen, was ich noch so an Videos euch reinbringe. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen will, aber ob ich das diesen Monat schaffe, weiß ich nicht. Dementsprechend würde ich jetzt einfach sagen, habe ich euch genug geschwallt, was diesen Monat alles kommen könnte. Und jetzt gehe ich zum vierten Part, zu dem Part, auf den ihr euch normalerweise besonders freut, und zwar Kanal des Monats. Dieses Mal ist der Kanal des Monats für mich sehr schwierig, weil es ist ein Kanal, auf dem ich sehr viel geschaut habe, sehr viel live geschaut habe, aber gleichzeitig auch sehr involviert in den Kanal bin. Und zwar der liebe Gamery. Gamery bzw. Robin und ich machen ja den Podcast Radio Ravnica, deswegen fühlt sich das ein bisschen seltsam an, das so zu machen, weil ich gucke zwar die Podcasts nochmal nach, aber normalerweise zähle ich die nicht mit zu meinen wöchentlichen Schauen. Da Robin aber jetzt angefangen hat, mehr zu Livestreamen, mehr kleinere Sachen zu zeigen und wirklich wieder Spaß dran hat, selber Content zu machen, weil lange Zeit lang lief halt fast nur Radio Ravnica bei ihm auf dem Kanal. Und jetzt wieder selber was zu machen und wieder selber so ein bisschen die Push-Power und wieder zeigt so, was er alles kann, wie er Anfängern Tipps geben kann, wie er sich selber Budget-Optionen und sonst was. Hammer. Super cool. Er streamt, er lädt die Videos nachher noch geteilt hoch und schaut, was, wie er das taggen kann. Er ist super interaktiv mit der Community über den Community-Tab oder auch über unseren Discord mit Radio Ravnica /Gamery. Und deswegen, es fühlt sich seltsam an, wenn ich euch den Kanal von Gamery empfehle, weil ich eben auch in diesem Kanal involviert bin. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist nur verdient und es ist wirklich verdient, weil ich halt auch die ganzen Streams mitgeguckt habe, weil ich da auch viel mit ihm drüber geredet habe und. Dementsprechend ist der liebe Gamery mein Kanal des Monats. Das fühlt sich trotzdem an wie Vetternwirtschaft. Es tut mir leid, aber das muss es halt auch können. Dementsprechend schlagt mich nicht. Dankeschön, Dankeschön. Schläge sind nie gut. Aber damit würde ich mich auch verabschieden und würde sagen, wir sehen uns dann im Laufe des Monats, nächste Woche, beim nächsten Mal, morgen, wann immer ihr wollt. Doch, morgen kommt auch ein Video. Und ich würde sagen, bis dahin, Alexeit. Ciao, ciao.